Sind wir so weit? Geht es weiter? Dritte Lesung. Zweite Lesung, Top 31. Das Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen, Klammer auf, Hessenkasse, Gesetz, Klammer zu, Berichterstatter Herr Abg. Decker, Sie haben das Wort. Ich verstehe eines nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN bei Stimmenthaltung der FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-6264 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Herrn Dr. Hahn für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn da eine lange Redezeit notiert ist, glaube ich, kann man dieses Thema relativ kurz. Herr Kollege Hahn, Augenblick bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, dass man das Thema, obwohl sehr komplex ist, relativ kurz bearbeiten kann, jedenfalls aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion. Wir haben uns über den Sinn und die Intransparenz und die Ungerechtigkeit des vorgelegten Gesetzentwurfs in der ersten Lesung hier ausgetauscht. Wir hatten dann eine sehr umfangreiche und in meinen Augen auch sehr, sehr interessante Anhörung durchgeführt. Für die FDP-Fraktion ergaben sich aus der Anhörung insbesondere drei Punkte, die wir dann auch unverzüglich in einen entsprechenden Änderungsantrag formuliert und dem Plenum bzw. dem zuständigen Ausschuss vorgelegt haben. Der erste Punkt ist eine Ungerechtigkeit, die in dem Gesetzentwurf vorhanden gewesen ist, nämlich dass es eine sogenannte Gewerbesteuerumlage gibt, die dazu geführt hätte, dass auch alle die Kommunen oder insbesondere die Kommunen, die nicht in den Genuss der Hessenkasse kommen, weil sie keine Kassenkredite haben, weil sie darüber hinaus nicht finanzschwach oder aber in strukturschwachen Gegenden sind, und die dann über die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage auf Geld hätten verzichten müssen. Der künftige Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, der CDU-Politiker und Bürgermeister meiner Heimatstadt Bad Vilbel, Dr. Thomas Stöhr, hat am Beispiel seiner Heimatstadt deutlich gemacht, dass dieses ungefähr 220.000 bis 250.000 € pro Jahr, also mal 30, kosten würde. Es waren eine Reihe anderer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die dasselbe vorgetragen haben. Wir haben diese Streichung der Gewerbesteuerumlage beantragt, und ich habe mit lobenden Worten auf lobende Worte reagierend, die der Kollege Dr. Arnold im Haushaltsausschuss für unseren Gesetzentwurf gefunden hat, dann diesen wieder zurücknehmen können, weil ich mir sicher war, dass die Koalitionsregierung ihren eigenen Gesetzentwurf mit der Streichung der Gewerbesteuerumlage beschließt, so auch geschehen. Darüber hinaus war deutlich zu erkennen gewesen, dass die Flexibilisierung bei der Beitragshöhe und der Beitragsdauer von den Kommunen so gewollt ist. Ich verstehe zwar nicht so wirklich bei der jetzigen Zinslage, warum man unbedingt schneller das Geld haben, zahlen, wie auch immer will. Aber es kann ja auch mal eine andere Situation kommen, wenn die Kommunen es wollen. Sie wissen, das ist eine der Maximen, die wir ja nicht nur hier bei der Hessenkasse, sondern auch bei den Straßenbeiträgen angelegt haben. Dann sollen sie die Möglichkeiten bekommen. Darüber hinaus wurden ja noch andere Dinge geregelt, die aber vernünftig sind, dass im Rahmen des Zusatzes der Hessenkasse, hat damit null zu tun, eine für die Gremien, Magistrat, Kreisausschuss, Gemeindevorstand wichtige Entscheidung zu treffen ist, dass auch Nichtmitglieder
an diesen Sitzungen teilnehmen können. Alles okay. Deshalb, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn es nur um den Änderungsantrag ginge, wären wir dafür. Aber es geht halt nicht nur um den Änderungsantrag, sondern es geht um das Grundprinzip der Hessenkasse. Wobei ich noch nicht einmal sagen will, dass wir als Liberale etwas gegen das Grundprinzip haben, sondern wir haben etwas gegen die Intransparenz, wir haben etwas gegen die Zufälligkeit, wir haben etwas dagegen, dass Leistung nicht belohnt wird. Ich erzähle das überall, wo ich bin, auch gestern bei der IHK in Offenbach. Der Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach sind ja nun wirklich die Kriegsgewinner bei dieser Hessenkasse. Und das ist keine Belohnung für gute Arbeit. Das ist keine Belohnung für sparsame Haushaltsführung, sondern das ist schlicht und ergreifend die Vergesellschaftung der Schulden, die die Stadt Offenbach und der Landkreis Offenbach in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, in aller Regel gegen die harte Kritik, die die FDP vor Ort vorgenommen hat. Und wenn ich dann auch noch in meine eigenen Reihen schaue, und ich finde, am besten ist immer, am überzeugendsten ist man immer, wenn man in die eigenen Reihen schaut, wenn ich schaue, dass eine Kommune wie Rottgau, die das Thema, was wir eben diskutiert haben, Kindergartenbeiträge, gar nicht kennt, jetzt am meisten entlastet wird im Kreise Offenbach, und die Kommune, die seit mindestens 12 Jahren richtig sparsam haushaltet, nämlich Seligenstadt, das auch noch mitbezahlen muss, dann ist das ungerecht, intransparent, und das darf eigentlich nicht so sein. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der gute Wille zählt. Wenn Sie bitte endlich aufhören, zu erzählen, dass es eine Übernahme der Schulden zu einem großen Teil durch das Land ist. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Sondern es ist eine Aneinanderreihung von Töpfen. Jetzt glaube ich, dass ich als, nicht nur als ehemaliger Justizminister, sondern auch als ausgebildeter Verfassungsrechtler schon weiß, wovon ich spreche. Ja, es gibt kein Geld, das den Kommunen gehört, weil die Kommunen eine Teilmenge des Landes sind. Aber natürlich haben wir eine Übung in den letzten 30, 40 Jahren. Und da konnte man schon sagen, das ist das kommunale Geld und das ist das Landesgeld. Und sie bedienen sich. Wenn man jetzt die Hessenkasse abzieht, wird es ungefähr noch 60% des Geldes sein, also die Mehrheit kommunalem Geld, um die Kommunen zu entlasten. Das nennt man Umverteilung, aber keine so total nette Geste des Landes. Wir werden es deshalb der Stimme bei der Gesamtabstimmung, die dann irgendwann Donnerstagnacht stattfindet oder wie auch immer, enthalten. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Arnold für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auch in der gebotenen Kürze noch ein paar Bemerkungen für meine Fraktion machen zu dem geänderten Gesetzentwurf Hessenkasse. Die beiden Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben im Januar, am 31. Januar den Gesetzentwurf in erste Lesung eingebracht. Heute, nach 3 Monaten, mit einem umfangreichen Änderungsantrag jetzt zur zweiten Lesung. Ich will einmal deutlich sagen, ich habe in den fast 20 Jahren meiner parlamentarischen Zeit noch nicht erlebt, dass ein Gesetzentwurf in dieser Weise sich in 2 wesentlichen Aspekten geändert hat. Was meine ich damit? Sie erinnern sich, im ersten Gesetzentwurf hatten wir noch rund 6 Milliarden € Kassenkredite und ein Investitionsprogramm von etwa 500 Millionen €. Und heute reden wir von knapp 5 Milliarden € Kassenkrediten und 620 Millionen € Investitionen. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich möchte deutlich sagen, dass die Gespräche, die im Finanzministerium geführt wurden, mit den 423 Städten und Gemeinden und mit den 21 Landkreisen dafür gesorgt haben, dass in Hessen sich die Situation der Kassenkredite grundlegend geändert hat. Dass auch mit dem, was im Bereich der Gesetze geändert wurde, dass Kassenkredite wirklich nur kurzfristig Liquiditätsschwierigkeiten überbrücken sollen, hier deutlich gemacht worden. Ich möchte als Erstes damit beginnen, Herr Minister Schäfer, dass ich Sie herzlich bitte, Ihren Mitarbeitern, und da darf ich mal ausnahmsweise einen, nämlich Herrn Graulich, namentlich nennen, aber auch andere, die dazu beigetragen, dass Sie den Dank des Hauses mal übermitteln für diese akribische Arbeit, die notwendig war, um die Situation in Hessen zu untersuchen, die uns aber grundlegende Informationen gegeben haben, um einen guten Gesetzentwurf hier heute und eine Änderung vorzulegen. Herzlichen Dank dafür.
Und das, was wir feststellen, ist, dass 5 Milliarden € Kassenkredite jetzt durch diese Vorgehensweise von den Kommunen, die es betrifft, weggenommen werden. Da will ich mal kurz etwas sagen zu der Pressemitteilung, die der Kollege Warnecke heute für seine Fraktion veröffentlicht hat. Sie ja, da bringen Sie mich jetzt in eine Schwierigkeit. Dann nehme ich die Pressemitteilung zurück und darf es vielleicht allgemein formulieren. Herzlichen Dank für den Hinweis. Nein, da müssen wir korrekt, vorgehen. Keine Frage. Also, es ist aber in früheren Bemerkungen, auch im Ausschuss, gesagt worden, liebe Freunde, diese Kassenkredite sind jetzt in den Gemeinden gemacht worden, weil in den letzten Jahren so viel verlangt wurde. Aber eines will ich einmal deutlich machen. Die 5 Milliarden € sind ja nicht bei allen Kommunen in Hessen vorhanden, sondern die Zahl ist etwa die Hälfte mit Kassenkrediten und die andere Hälfte ohne Kassenkredite, die gut gewirtschaftet haben. Deswegen halte ich es für meine Fraktion, ich denke, das ist auch etwas, was wir in der Koalition so eindeutig diskutiert haben, für richtig, dass wir sagen, von den rund 245 Millionen €, die wir jetzt jährlich brauchen, müssen die Kommunen einen Eigenanteil leisten. Was ich bisher noch nicht gehört habe, diese Kommunen, die dann keine Kassenkredite mehr haben, haben auch keinen Kapitaldienst mehr für diese Kassenkredite. Das muss ja, glaube ich, wohl gegen die 25 € pro Einwohner dagegen gerechnet werden. Dann senkt sich die Belastung schon sehr deutlich. Und auf der anderen Seite leisten wir ja mit den 66 Millionen € pro Jahr aus originären Landesmitteln einen wesentlichen Beitrag. Ich denke, dass das aus Sicht eines Bürgermeisters, der gut gewirtschaftet hat, der keine Kassenkredite hat, richtig ist. Denn das Land, und das ist eine Erkenntnis, liebe Freunde von der SPD, die ich nicht müde werden kann zu wiederholen, man kann das Geld nur einmal ausgeben. Und jeder Bürgermeister wird sagen, nicht nur die Kassenkredite abfinanzieren, sondern auch einmal Straßen bauen und auch einmal Krankenhäuser bauen und Ähnliches. Ich glaube, dass das ein gerechter Weg ist, den wir dort gemacht haben. Was wir mit der Hessenkasse, und dann komme ich zum Schluss, hier machen, ist ein in Deutschland ohne Beispiel stattfindendes Programm, um die Kommunen zu entschulden, um die Leistungsfähigkeit der Kommunen auch wiederherzustellen. Es ist ein Programm, das in diesen Bausteinen, in den vier Bausteinen dafür sorgt, dass also auch wieder die Kommunen gute finanzielle Möglichkeiten haben. Und wenn wir als CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sagen, wir machen eine faire Politik für die Kommunen, dann reden wir nicht nur davon, sondern wir machen es auch. Die Hessenkasse ist dafür ein gutes Beispiel. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Warnecke für die SPD-Fraktion. Herr Präsident Hartmann, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja beinahe vom Stuhl gefallen, als Sie das so schön zu formulieren wussten. Dass es den Kommunen in Hessen offenkundig jetzt so glänzend geht, dass sie locker investieren können. Also alle Anzuhörenden haben von der strukturellen Unterfinanzierung der die Kommunalen Spitzenverbände der Kommunen gesprochen. Alle. Doch, und es war im Unterausschuss zum Großstädte- und Kommunalbericht von allen noch einmal bestätigt worden. Von allen bestätigt worden. Strukturell unterfinanziert. Das heißt, weder der kommunale Finanzausgleich noch die Frage, 5 Milliarden € im wahrsten Sinne des Wortes in eine neue Kasse zu tätigen, haben zu irgendetwas geführt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen wir uns einmal vor, wir wären im Mittelalter. Und in diesem Mittelalter ziehen die Troubadoure gemeinsam mit den Schatzmeistern durch die Lande und sollen die Hessenkasse füllen. Normalerweise haben die Leute ja die Vorstellung, dass so eine Kasse voller Geld ist. Es lohnt sich nicht einmal, diese Kasse zu überfallen, weil in dieser Kasse nur Schulden sind. 5 Milliarden € Schulden sind da drin. Jetzt geht es darum, diese Kasse zu füllen.
diesen Kredit, der bei irgendeinem Kaufmann aufgenommen wurde, abzutragen. Und man kann ja beinahe den Eindruck gewinnen, Herr Dr. Arnold, als wenn das Land, die hohen Herrschaften sich huldvoll vor den entsprechenden Strukturen unten verneigen und sagen, so, wir geben euch das Geld. Dem ist aber nicht so. Nach den Berechnungen, die Sie selber angestellt haben, bleibt das Land bei 27%. Und darüber hinaus, und das war auch ein Kritikpunkt, hat das Land dann auch noch etwas kreiert, was uns schon ein bisschen gewundert hat, was Sie schon mit dem Schutzschirm gemacht haben. Sie kreieren einen neuen interkommunalen Finanzausgleich. Insofern ist Ihre Frage, für die Sie gerade geredet haben, die Kommunen, die gut gewirtschaftet haben und die, die schlecht gewirtschaftet haben und irgendeinen Faktor nach dem Motto Bestrafung, der ist mit Verlaub nicht richtig. Alle Kommunen zahlen. Und jetzt kommt der Punkt, hervorragende Vorbereitung, anscheinend für Sie als Regierungsfraktion. Wir hatten nachgefragt, wie sieht es aus für die einzelnen Kommunen, lohnt sich die Hessenkasse oder nicht? Dazu liegen keine Daten vor. Nun kann ich in der Tat in Anrechnung bringen, dass das ein dringlicher Berichtsantrag war und vielleicht mehr Zeit braucht. Aber es wäre ja mal interessant zu wissen, was zahlen die einzelnen Kommunen auf die 30 Jahre? Oder profitieren Sie davon? Legen Sie doch die Zahlen offen. Oder haben Sie Angst, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dann in der Tat klar wird, dass das Land Hessen einen Teil gibt, 27%, und viele Kommunen für ihre Nachbarkommunen mitbezahlen? Das nennt man Solidarität. Aber das Wort habe ich positiv von Ihnen noch nicht genannt bekommen. Positiv, dass das freiwillig wäre. Da ist nichts freiwillig. Es steht noch in Ihrer Darlegung, und ich bin ja auch da sehr überrascht gewesen, dass es sich bei der Hessenkasse, O-Ton, um eine freiwillige Umschuldung handelt. Wenn ich da nicht freiwillig daran teilnehme, muss ich es trotzdem machen. Ja, ich muss dann den Kassenkredit nur ablösen. Also für unseren Landkreis zum Beispiel, ein Haushalt 184 Millionen, der müsste dann nur 48 Millionen mal eben ablösen in diesem kurzen Delta. Das darf er aber nicht mit Krediten machen. Da müssten wir 48 Millionen einsparen. Nun sind Sie Profi genug als Kommunalpolitiker, lieber Herr Dr. Arnold, dass Sie wissen, das funktioniert auf keinen Fall. Also nehmen wir an der Hessenkasse teil. Ist doch klar. Aber was ist denn daran freiwillig? Wenn ich dir sage, mein lieber Freund, du hast gar keine andere Chance, als teilzunehmen, aber das darfst du jetzt freiwillig machen. Worum geht es da? Es geht um einen wesentlichen Punkt, der uns an Ihrer Art, Politik zu machen, stört. Statt zu loben, dass die Bürgerinnen und Bürger bummelig 600 Millionen Euro seit Kurzem mehr zahlen an Gebühren und Steuern durch Ihre Politik, die Kommunen anzuhalten, ausgeglichene Haushalte zu haben, und jetzt noch einmal bummelig 400 Millionen aus der viel zitierten Diskussionen, die wir mal gehabt haben, kommunaler Finanzausgleich, fing man mit 344 Millionen an, waren im ersten Jahr schon 380 Millionen. Wenn man das alles einmal zusammenzählt, ist sozusagen der Konsolidierungsbeitrag des Landes, das wäre 1 Milliarde pro Jahr, eigentlich einer, wo wir noch sagen können, Ihre Diskussion Kita, da können wir noch etwas drauflegen. Das Land hat sich auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen im wahrsten Sinne des Wortes gutgestellt. Und jetzt geben Sie ab und an etwas zurück. Und dafür wollen Sie gelobt werden. Ja, klar wollen Sie gelobt werden dafür. Ach so, Sie greifen erst anderen in die Tasche, geben ein bisschen zurück und sagen dann, jetzt möchte ich dafür gelobt werden, dass du noch ein bisschen was wiederkriegst. Ach, ich habe Sie falsch verstanden. Na ja, dann können Sie das ja nachher noch einmal erklären, Herr Bellino. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns natürlich auch bei der gesamten Debatte gefragt, wer eigentlich auf die Idee gekommen ist. Das Ministerium kann es eigentlich nicht gewesen sein, den Kommunen aufzuerlegen, dass das Rechnungsprüfungsamt direkte Aufträge von der Aufsichtsbehörde bekommen kann. Direkte. Also wir als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bestätigen in der Regel die Spitzen, um sie gegenüber dem Bürgermeister, dem Landrat, dem Oberbürgermeister in eine besondere Position zu bringen, um zu sagen, eine besondere Unabhängigkeit, keine Weisungen zu empfangen und besondere Position gegenüber dem Parlament zu haben. Und Sie sagen, nö, da haben wir noch eine andere Institution, und die kann da von oben reinwirken. Das wurde scharf kritisiert von den Kommunalen Spitzenverbänden. Und oh Wunder, Sie haben das geändert. Nun wusste das vorher jeder. Warum haben Sie es geändert? War das ein weiteres Druckmittel, um den Kommunen zu sagen, Freunde der Sonne, wir zeigen euch einmal die Knute? Und wir sind auch bereit, euch so deutlich zu signalisieren, dass das so nicht geht. Oder war das ein Punkt, dass Sie sagen, okay, wir haben das als Fraktion gemacht und nicht gewusst, was wir da machen? Oder war es doch das Finanzministerium? Wir wissen das bis heute nicht. Wir wissen auch bis heute nicht, wie Sie zu einer Vereinbarung kommen, die nicht allein die Hessenkasse berührt, sondern dann auch noch die Kita-Gesetzgebung mit einbezieht.
wo dann beispielsweise drinsteht, eine Vereinbarung gegenüber der ersten Gewalt abgeschlossen, allerdings nur in Teilen. Übrigens, in der zweiten Gewalt machen Sie das nicht, dass Sie von mir aus eine Vereinbarung mit dem Finanzministerium beschließen und dann sagen, der Rest der Landesregierung kann auch für eine andere Position stehen. So weit gehen die Spielchen noch nicht. Na ja, genau. Mit der ersten Gewalt haben Sie dann mit zwei Fraktionen eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Mit zwei Fraktionen. Weiß ich nicht, warum Sie das gemacht haben. War ja eigentlich völlig unnötig, weil der Landesgesetzgeber, normalerweise Gesetze beschließt und die Exekutive diese Gesetze auszuführen hat. Und wenn dann die Exekutive mit den kommunalen Spitzenverbänden, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den kommunalen Spitzenverbänden anschließend über die Interpretation und dergleichen mehr entsprechende Entscheidung trifft, dann hat das eine andere Qualität. Warum Sie das gemacht haben, wissen wir bis heute nicht. Außer natürlich die Frage im Hintergrund, dass das eine oder andere der Opposition, den Oppositionsfraktionen, denen beispielsweise ein Teil ihrer Daten gar nicht vorliegt, vorenthalten wollten. Sie haben wahrscheinlich eine Frage stellen wollen. Oder? Ja. Wenn Sie das erlauben, Herr Dr. Arnold, bitte. Oh, ja. Herr Kollege Warnecke, vielen Dank. Ich möchte nur zu dieser Bemerkung, dass zwei Fraktionen, die beiden Regierungsfraktionen, diese Vereinbarung unterschrieben haben, bemerken, dass ja in dieser Vereinbarung Äußerungen, Feststellungen, Punkte enthalten waren, die Teil dieses Gesetzentwurfs sind. Und dieses Gesetz ist aber noch nicht beschlossen worden. Ich glaube, es war damit ein klarer Ausdruck der beiden Fraktionen, der beiden Regierungsfraktionen, dass diese Vereinbarung unterschrieben werden kann, weil sich die beiden Fraktionsvorsitzenden für ihre Fraktionen erklärt haben, dass sie entsprechend also dann das auch umsetzen in einem Gesetz. Können Sie diese Auffassung teilen? Das wäre die Frage dann gewesen. Okay. Ja, ja. Herr Warnecke, bitte. Ich danke, Herr Präsident. Ich teile die nicht. Und schön, dass Sie nachfragen. Das Interesse bei Herrn Dr. Arnold war anscheinend begrenzt. Vielleicht zum Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen, da Sie ja schon angesprochen haben, worum es geht. Der Landkreistag hat eine deutliche Position, ist der Überzeugung, dass diese Inhalte Diskussionsgrundlage für weitere Gespräche sein können, da insbesondere durch die Entnahme aus dem KFA und der Inanspruchnahme kommunaler Mittel, Beitragsfreistellung im Kita-Bereich, Hessenkasse nach wie vor in erheblichem Umfang ein Eingriff in die kommunalen Finanzen vorgesehen ist. Diese Entnahmen wie auch die vorgesehenen Regelungen zur Neufassung der HGO und die nicht hinreichende Möglichkeit der Flexibilisierung der kommunalen Tilgungsbeiträge berücksichtigen zurzeit jedoch noch nicht die besonderen Belastungen der hessischen Landkreise. Der letzte Punkt ist in der Tat ein wenig geändert worden, aber ansonsten kann ich dem nur zustimmen und kann die SPD-Fraktion dem auch nur zustimmen. Und die Frage, weshalb dann kommunale Spitzenverbände solche Positionen, die eigentlich auch für die gelten, abgeschlossen haben, übrigens einstimmig so beschlossen, einstimmig, nicht, dass Sie jetzt die Diskussion führen wollen mit uns, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Kritik alleine sind. Ganz im Gegenteil. Der Hessische Landkreistag hat das einstimmig beschlossen. Wird selbstverständlich, ich sage ja auch, unser Landkreis wird selbstverständlich teilnehmen. Aber was ist das für eine Positionierung, wenn man so über die Kommunen hinweggeht? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht so, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das Ganze so einfach hinnehmen. Es gibt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die einen Brandbrief schicken und darin deutlich machen, dass das mit den entsprechenden Regelungen zur Kita so alles nicht perfekt ist, wie Sie es darstellen, die aber vor allen Dingen sagen, uns fehlt Geld. Und wie fehlt dieses Geld? Das haben Sie nun leider selber auch belegt. Insofern ist es immer schwierig, anderen irgendetwas vorzuhalten, indem Sie bei dieser Hessenkasse auch eine Grafik mitgeschickt hatten, in der Sie aufgezeigt haben, wie die Kassenkreditentschuldung der kommunalen Schutzschirme über 1,8 Milliarden € aussehen. So sieht die Tabelle aus. Die Tabelle sieht so aus, dass Sie den Kommunen bummelig zeitgleich 2 Milliarden € weggenommen haben und sich wundern, warum die Kommunen nicht bei ungefähr 4,52 Milliarden sind, sondern bei 6,52, weil das deren Geld ist. Und wissen Sie, was Sie gemacht haben? Die Kommunen haben dafür Kassenkredite aufgenommen. Die Kommunen haben, damit Sie den Kommunen zunächst einmal 344 Millionen, wir hatten ja nachgefragt, 379 Millionen waren es ja, damit Sie dieses Landesgeld bekommen haben, haben Sie Kassenkredite aufgenommen. Nicht alle, das ist doch gar nicht das Thema. Es geht um eine strukturelle Unterfinanzierung. Strukturelle Unterfinanzierung. Und diese strukturelle Unterfinanzierung, Herr Boddenberg, unsere Haushaltsanträge, lieber Herr Boddenberg, haben Sie doch immer diskreditiert mit dem Satz, das sei zu viel. Das Problem ist ja, dass Sie in dieser Zeit, Sie müssen auch nicht so laut dazwischen rufen, dass Sie in dieser Zeit immer wieder neue Aufgaben erfunden haben.
und dafür für diese neuen Aufgaben in der Tat dann nur eine Teilfinanzierung den Kommunen gegeben haben. Ja, können wir gerne machen. Herr Kollege, bitte. Herr Warnig hat allein das Wort. Kassensturz gemacht werden, das ist doch gar nicht die Frage. Und darauf arbeiten wir auch hin. Aber wenn Sie einmal angucken, dass ausgerechnet die hessischen Kommunen mit der Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Saarland ganz vorne stehen, dann können Sie doch nicht behaupten, dass Sie in 20 Jahren CDU-Landesregierung gut gewirtschaftet haben. Oder wollen Sie das ernsthaft behaupten? Und Sie können doch nicht behaupten, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass Herr Kollege, kommen Sie zum Ende. Entschuldigung, letzter Satz. Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass, wie Herr Dr. Arnold ausgeführt hat, 423 Städte und Kommunen und fast alle Landkreise schlecht gewirtschaftet haben in 20 Jahren. Da muss es ein strukturelles Problem in Hessen geben, und das heißt wahrscheinlich CDU-geführte Landesregierung. Am 28. Oktober müssen wir das ändern. Danke fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, das Wort für die Fraktion DIE LINKE hat Herr Abg. Schalauske. Uiuiui, das ist aber hoch hier. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie schon im Vorfeld zur Anhörung zum sogenannten Hessenkassengesetz vermutet, wurde der Gesetzentwurf der Regierungsfraktion in der Anhörung durchaus an einigen Stellen heftig kritisiert. Einige sehr grundlegende Aspekte lösten bei den Kommunalen Spitzenverbänden – es ist zum Teil ja in der Debatte schon genannt worden – nicht gerade Begeisterung aus. Und während Sie sich sehr begeisterungsvoll und überschwänglich für Ihren Gesetzentwurf feiern lassen wollten, sah man die Ablösung der kommunalen Kassenkredite, finanziert überwiegend mit kommunalen Mitteln, dann mit weniger Begeisterung in dieser Anhörung. Ich persönlich fand das auch schon ziemlich dreist. In der Anhörung haben Sie sich also Kritik angehört, dafür, dass die Gewerbesteuerumlage, die ja mal für einen anderen Zweck erhoben wurde, für die Hessenkasse zweckentfremdet werden sollte. Sie haben sich anhören müssen, dass die verschärften Befugnisse der Aufsichtsbehörden bei den Kommunen auf wenig Gegenliebe gestoßen sind und dass auch die Bestrafung von Kommunen, die nicht in der Lage sind, sein könnten, in der Zukunft den von Ihnen geforderten Eigenanteil zu erwirtschaften, dass diese Bestrafung ist auch nicht gerade auf Begeisterung gestoßen in der Anhörung. Immerhin, ein bisschen was haben Sie ja auch eingesehen, haben Sie eingestanden. Sie haben in dem vorliegenden Änderungsantrag die Flexibilisierung der kommunalen Finanzierung ermöglicht. Sie verzichten auf die Erhebung der Gewerbesteuerumlage, und Sie haben den Durchgriff der Aufsichtsbehörden ein wenig abgeschwächt. Das heißt also, ein paar kleinere Punkte der kommunalen Seite haben Sie aufgenommen. Doch diese Änderungen, die ich überwiegend dann als geringfügig einschätzen würde, ändern nichts daran, dass die Elemente von Gängelung und Drangsalierung der Kommunen in Ihrem Gesetzentwurf weiterhin überwiegen. Ich will Ihnen das auch erläutern. Auch wenn Herr Hahn gesagt hat, Herr Dr. H.C. Hahn gesagt hat, wir wollen jetzt nicht noch einmal über die Vorgeschichte reden, ich finde, man sollte am Ende schon noch einmal sagen, dass es befremdlich bleibt, dass die Landesregierung ein Jahr für einen Gesetzentwurf trommelt und mit den kommunalen Vertretern redet, für einen Gesetzentwurf, den dann später die Regierungsfraktionen einbringen, der dann erst im Parlament beraten wird. Also, da gibt es vorher schon eine Roadshow und eine Werbetour. Das sagt ein bisschen was darüber, was Sie für ein Verständnis für im Verhältnis zum Hessischen Landtag, zum gewählten Parlament haben. Aber weil Sie sich
weil Sie sich doch so sehr rühmen, dass Sie so intensive Gespräche mit den kommunalen Vertretern geführt haben, dann will ich hier einmal Stimmen zu Wort kommen lassen, die Sie anscheinend nicht gehört haben. Denn auch mich erreichen viele Wortmeldungen von kommunalpolitisch Aktiven, von Ehrenamtlichen, aber auch von hauptamtlichen Bürgermeistern. Und da wird gesagt, wir haben eine ganz große Sorge bei der Hessenkasse. Wir sollen uns da jetzt auf Jahrzehnte verpflichten. Und was passiert eigentlich in Zeiten, in denen die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln? Was passiert, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir die Mittel für die Eigenfinanzierung der Hessenkasse nicht erwirtschaften können? Vor allem in diesen Zeiten, und diese Zeiten können kommen, werden kommen, da haben viele die Sorge, dass dieses Gesetz ihnen erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Um den Eigenanteil der Kommunen dann zu finanzieren, befürchten sie eine weitere Runde des Kürzens und Streichens sozialer Leistungen und/oder den Griff in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger über dann neue Steuer- und Gebührenerhöhungen. Und das ist die Tatsache, was viele kommunalpolitisch Aktive fürchten, aber deren Stimmen scheinen sie nicht gehört zu haben. Aber es ist ja auch klar, in Ihrer Logik ist das nur konsequent. Schon in vorherigen Instrumenten haben Sie auf Gängelung und Drangsalierung gesetzt. Ich erinnere an den Schutzschirm. Das setzen Sie hier fort. Aber ich will noch eine andere Differenz benennen, die auch hier noch einmal deutlich zutage getreten ist, auch in dem Beitrag von Herrn Dr. Arnold. Sie vertreten die Auffassung, die Kommunen tragen die Verantwortung für die Verschuldung ihrer Haushalte selbst. Dass Sie selbst schuld daran seien, dass die Kassenkredite enorm gewachsen sind in den letzten Jahren. Das ist die Verantwortung der Kommunen. Man bekommt, wenn man Ihnen zuhört, ja fast den Eindruck, als hätten Kommunalpolitiker in hessischen Rathäusern das Geld völlig verantwortungslos tonnenweise aus dem Rathausfenster geworfen und in Saus und Braus gelebt. Und nur so sei quasi diese Verschuldung entstanden. Und ich will sagen, das ist die Differenz. Das glaube ich eben nicht. Und es war eben eine andere Situation, nämlich die unzureichende Finanzierung der hessischen Städte und Gemeinden. Da werde ich Ihnen auch noch einmal, weil Sie das ja hier so vehement bestreiten, auch ein paar Zahlen nennen, die ich auch eingangs schon einmal gesagt habe. Aber ich finde, es kommt ja nicht von ungefähr, wenn sich erst in der vergangenen Woche 23 Bürgermeister aus dem Lahn-Dill-Kreis in einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt haben und da auch ihre völlig berechtigten Unmut über die Landespolitik Luft gemacht haben. Da frage ich mich, wenn Sie vorher monatelang durchs Land getourt sind, haben Sie diese Stimmen nicht gehört oder wollten Sie sie nicht hören? Wir schließen uns deshalb dieser Kritik an und bleiben auch bei der grundsätzlichen Ablehnung des Gesetzes, auch in seiner etwas entschärften Fassung. Aber weil wir noch einmal über die Finanzsituation der hessischen Kommunen hier geredet haben, dann lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Für das Jahr 1998 weist das Statistische Bundesamt einen Bestand an Kassenverstärkungskrediten für hessische Kommunen von etwas über 800 Millionen € aus. Im Jahr 2017, fast 20 Jahre später, reden wir dann von mittlerweile 5 Milliarden €. In Ihrem ursprünglichen Gesetzentwurf waren es ja noch 6 Milliarden €. Das heißt also, in den jetzt 19 Jahren CDU-geführte Landespolitik hat sich der Bestand an Kassenkrediten um mehr als 4 Milliarden € erhöht. Das ist doch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und selbst wenn man dann noch einmal die Finanz- und Wirtschaftskrise, die einige Kommunen hart getroffen hat, außer Acht lässt, muss man feststellen, dass der Kassenkreditbestand in den Jahren 1999 bis 2008 sich von 800 Millionen € auf 3,2 Milliarden € ziemlich genau vervierfacht hat. Und da können Sie doch nicht sagen, das ist die fehlende Wirtschaftstätigkeit der hessischen Kommunen, sondern das ist die Verantwortung der Landesregierung, und das ist das Ergebnis einer strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte. Also, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie tragen dafür eine gewaltige Mitschuld und Mitverantwortung. Was ist jetzt Ihre Lösung? Sie schnüren ein Paket, das zu einem großen Teil von rund zwei Dritteln von den Kommunen selbst getragen werden muss. Die Landesmittel darf man dann mit der Lupe suchen. Und da wir so viel über die Gewerbesteuerumlage gesprochen haben, reden wir doch noch einmal über die fünfte Bundesmilliarde, die Mittel zur Entlastung der Kommunen aufgrund vom Bund zugewiesener sozialer Aufgaben.
Geld, das Sie den Kommunen zumindest zu diesem ursprünglichen Zweck verweigern, um es für einen anderen Zweck zu verwenden. Ich finde, da fragt man sich, was ist denn mit den Aufgaben, die der Bund den Kommunen zugewiesen hat? Die müssen sie immer noch erfüllen. Und die hessischen Kommunen müssen den Eigenanteil von 25 € pro Einwohner erwirtschaften, wo nicht ganz klar ist, ob es ihnen dann auch gelingen wird. Und dann wollen Sie auch noch Kommunen bestrafen. Ich finde, nichts anderes ist das, eine Strafzahlung, wenn Sie dieses Ziel nicht erreichen, und wollen die, die schon die 25 € nicht bezahlen können, von denen wollen Sie dann sogar zukünftig 50 € nehmen. Ein Anzuhörender hat in der Anhörung gesagt, wie soll das denn gehen? Eine Kommune, die nicht in der Lage ist, die 25 € pro Einwohner zu zahlen, der soll dann die doppelte Summe auf den Tisch legen. Das ist doch Quatsch. Und ich finde, er hat auch völlig recht. Und es ist auch Es ist in der Debatte von Herrn Warnecke auch darauf hingewiesen worden, Sie tun so, als sei die Hessenkasse eine freiwillige Veranstaltung. Nein, das ist sie nicht, weil alle Kommunen, die nicht an dem von Ihnen freiwilligen Programm teilnehmen, die müssen innerhalb eines Jahres alle Kassenkredite tilgen. Das ist unmöglich. Und weil das unmöglich ist, ist die Hessenkasse am Ende ein Zwangsprojekt und nichts anderes. Ich komme zum Schluss auch noch einmal mit einem Bild versuchen. Ich finde die Sache mit einem lebenspraktischen Bild. Ich finde die Sache mit der Hessenkasse ist in etwa so, als würde man in einer Wohngemeinschaft einem hungrigen und abgebrannten und dem man nicht genug Geld gegeben hat in der Vergangenheit Mitbewohner zu einem Essen einladen, aber dann dafür sorgen, dass er zwei Drittel der Rechnung aus seiner eigenen Tasche bzw. aus der gemeinsamen WG-Kasse selber bezahlen muss. Ablehnt darf er die Einladung auch nicht, weil er sonst nämlich gar nichts bekommt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass man vorher selber den WG-Kühlschrank leergefuttert hat. Diese Landesregierung ist kein guter Mitbewohner in der Wohngemeinschaft, auch nicht für die hessischen Kommunen, sondern eher ein Wohngemeinschaftsärgernis. Meine Damen und Herren, wir lehnen die Hessenkasse ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Hessenkasse ist bundesweit einmalig und historisch einmalig. Ein solches Entschuldungsprogramm hat es noch nie gegeben. Eine Bemerkung vorweg. Die Kassenkredite von aktuell 5 Milliarden € haben die hessischen Kommunen aufgenommen. Und die gebetsmühlenartig wiederholte Geschichte, wo das Land Hessen sei schuld, möchte ich mal gleich zu Anfang dahin verweisen, wo sie hingehört, nämlich in das Reich der Sagen und Märchen, wo auch die Troubadoure von Herrn Warnecke herkamen. Und ich möchte das auch begründen. Die Hälfte der hessischen Kommunen hat gar keine Kassenkredite. Das haben wir heute schon gehört. Und es ist auch interessant, dass irgendwie Kommunen vergleichbarer Struktur. Die einen haben hohe Kassenkredite, die anderen haben keine. Also wir vergleichen nicht Äpfel mit Birnen, wir vergleichen nicht Offenbach mit Eschborn, sondern wirklich vergleichbar, strukturell vergleichbare Kommunen. Und die politischen Mehrheiten in den Kommunen spielen dabei auch überhaupt gar keine Rolle. Weder CDU-geführte noch SPD-geführte oder auch grüne Kommunen sind in der einen oder anderen Gruppe signifikant gehäuft zu finden. Und das Gesamtbild. Die Kommunen in ganz Deutschland haben aktuell Kassenkredite in Höhe von 46,7 Milliarden €. Und auch hier ist es nicht so, dass SPD-geführte Bundesländer keine hochverschuldeten Kommunen hätten. Nein, es sind vor allem die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Spitzenreiter war schon immer und ist immer noch die Stadt Essen. 2016 2,5 Milliarden € die Stadt Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf, in 2016 SPD-Landesregierung. Da frage ich Sie, würden Sie hier auch sagen, Hannelore Kraft ist schuld? Ist das so? Nein, ist sie nicht. Aber der Unterschied ist eben, die anderen Bundesländer, die so hoch verschuldet sind, haben keine schwarz-grüne Regierungskoalition, die beschließt, den Kommunen die Kassenkredite jetzt komplett abzunehmen. Hessen macht eben den Unterschied.
glaube Ihnen ja, dass es unerträglich ist, zu sehen, dass wir zum einen Investitionen ermöglichen, Gestaltungen für die Zukunft, dass wir die Kommunen entschulden, dass wir für eine dauerhaft gute Finanzierung im KFA gesorgt haben. Und jetzt bauen wir auch noch die Kassenkredite. Das muss schwer sein für Sie. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist bedeutet worden, dass ich den weiteren Ablauf des Abends erheblich positiv beeinflussen könnte, wenn ich meine Redezeit nicht restlos ausschöpfen würde. Dem werde ich gerne entgegenkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einiger, als die Debatte das gelegentlich zum Ausdruck gebracht hat. Die Lösung des Kassenkreditproblems zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist unter allen Fraktionen unbestritten. Den Umstand, sie aus den kommunalen Haushalten herauszunehmen, dürfte ebenfalls unbestritten sein. Über die Finanzierungsanteile des die Lösung ermöglichenden Fonds haben wir uns ausführlich ausgetauscht. Ich bin den kommunalen Spitzenverbänden sehr dankbar, dass Sie sich entschlossen haben, in einer gemeinsamen Vereinbarung diese Fragestellungen wieder einer gemeinsamen Betrachtung zu unterziehen. Das heißt, die gute Grundlage dafür, die Dinge vernünftig. Ja, beim Landkreis Dachau-Wanne-Ecke hat leider aus Zeitgründen erst in der zweiten Hälfte des Beschlusses des Landkreistages begonnen zu lesen, den ersten Teil, wo der Landkreistag seine Mitglieder aufgefordert hat, an der Hessenkasse teilzunehmen, haben Sie leider vergessen vorzutragen. Das ist halt gelegentlich mal so, dass das so gemacht wird. Aber seien Sie drum. Ich bin froh, dass es gelungen ist, gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden hier zu einer Verständigung zu kommen. Das ist ja auch das, was einen Teil des Hauses gelegentlich ärgert. So ist es eben. Aber ich glaube, wir kommen dort zu einem ausgesprochen guten Ergebnis. Und unterm Strich entschulden wir die hessischen Kommunen in einer Weise, wie es kein anderes Bundesland in Deutschland tut. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Aussprache ist beendet. Die dritte Lesung beantragt. Nicht beantragt. Das ist umso besser. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Wer in zweiter Lesung dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen zur Förderung von Investitionen 1963-11 zu 1959-57 eine Zustimmung gibt, bitte schön um das Handzeichen. Das ist CDU-Fraktion und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP, damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden hat und zum Gesetz erhoben wurde. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heutigen Plenarsitzung. Jetzt kommen zusammen der Sozialpolitische Ausschuss 301b, Innenausschuss, Unterausschuss Datenschutz in 204m und den Haushaltsausschuss. Brauchen wir den? Brauchen wir auch. Dann kommt der Haushaltsausschuss auch zusammen, und zwar in 510w. Die Sitzung beginnt sofort, damit wir bei Zeit fertig sind. Die Sitzung ist geschlossen.